Kommt der Gegner. Ah, was ist denn da hinten da? Ah, natürlich, jetzt kommt die Sequenz. Ey, du Teekanne. Du hast Killpräferenz. Also gekillt werden Präferenzen, immer sei ja. Ah, das ist noch so ein Ding. Mal freie Bahn auf die Teekanne. Danke. Ah. Du noch? Sterben, dann bin ich zufrieden. Gut. So, da haben wir eine Flasche und da war auch noch irgendwas. Das möchte ich natürlich beides haben. Eine Erinnerung. Also Lava abwarten. Und rüber. Schön. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Ja, bei so viel Lava brauchen spart man sich gerade auch Anschluss für Gas. Das ist alles hell genug und warm genug so. So, und die Flasche. Nicht zerstören hier, Zähne mitnehmen. 633, was kann ich denn schon upgraden inzwischen? Ich könnte noch warten, dann kann ich Warper-Klinge schon auf 3 bringen. Die Warper-Klinge nutze ich sowieso viel öfter als die Pfeffermühle. Von daher würde ich sagen, die Pfeffermühle kann noch ein Stück warten. Ich will die Warper-Klinge noch auf 3 bringen. Das kommt mir gerade am besten vor. Also am sinnvollsten, meine ich. Oh, das sind zwei riesige Teekannen. Ich hoffe, die werden mich nicht abschießen, weil das könnte wehtun. Wie komme ich da rüber? So kann ich nicht springen. Irgendwo einen Schalter übersehen, den ich hätte abschießen müssen. Weil so kann ich niemals springen. Oder warte mal, was ist da oben? Eine Lampe. Irgendwo muss ich da was... einen Weg hochbauen, oder? Weil da komme ich so noch niemals hoch. Ich meine, der Versuch reicht natürlich, aber... Oder was ist das? Kann man da... Doch, da drüben sind Zähne, da will ich mal kurz hin. So, und jetzt? Ach, hier unten muss man weiter. Okay, okay. Alles klar. Ja, genau. Ganz viel Gefahren da hinten. Passt schon. Ist jetzt nichts Besonderes mehr, ne? Hey, das ist Augenvieh. Hallo, Augenvieh. Böses Augenvieh. Jetzt geht das Tor auf. Nee, tut's nicht, aber jetzt kommt die Plattform, die ich gemeint habe. Yay. Endlich. Und wir kommen hier wieder raus. Gut. Wäre auch blöd, wenn wir nicht rauskommen würden, ne? Das wäre schon schön blöd. Ich wollte schon fragen, fährst du auch runter oder nicht? Wäre sonst ein bisschen ungerecht gewesen. Wo muss ich jetzt auch? Hä? Ich einfach da hochspringen müssen, ne? Okay, mach ich sofort. Mach ich sofort. Nee, oder auch nicht. Irgendwas übersehen? Wie, nochmal kämpfen? Ach nee, ich muss nicht nochmal kämpfen, jetzt bin ich da vor oben. Okay, ich mir ein bisschen Weg gespart, sagen wir es mal so. Tut's auch. Weg sparen ist immer gut. Nicht wahr? Fliegen so viele Lavapartikel rum. Liegt das an Physik oder woran liegt das? Aber ich meine, geil sieht's aus. Das kann man nicht abstreiten. Das Ding geht aber schnell wieder runter. Das
Schnell aufpassen. So. Alles klar, was haben wir? Da ist ein Gegner, das ist ein Blümchen. Blümchen könnte heißen, dass ich mich heilen kann irgendwo. Nicht an dir. Autsch. Drecksvieh. Blödes Teil. Noch mehr Gegner. Katze. Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Danke für den Tipp. Gibt es hier sonst nichts zum Aufsprengen? Vielleicht kann ich was aufsprengen? Da muss ich echt mal überlegen, was das Blumensymbol zu bedeuten hat. Naja gut, finde ich schon noch raus. Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Ach, jetzt muss ich mit der Gegner hier fertig werden. Zu dem Hebel da oben muss ich hin, okay. Können wir vielleicht die Täter haben? Ja, danke. Hey, das ist kaputt. Weiß was? Das Ding muss ich gleich machen. Oder ich muss einfach passieren lassen. Ich muss dann irgendwie nicht da hochkommen jetzt. Garantiert nicht da lang. Aber da hinten ist eine Erinnerung. Irgendwo, wie ich das sehe. Ach genau, war das vielleicht die Sache, den Metallkühl abkühlen. Ja, okay, mal erstmal weitermachen. Erstmal muss ich hier weiter. Also erstmal Hebel betätigen, dann komme ich vielleicht an die Erinnerung dran. C, okay. Ja, das ist der Hebel, das ist schön, das sehe ich auch. Okay. Okay, genug Zähne für Upgrade. Ich grade erstmal ab. Die Warper-Klinge auf 3. Yes, sir. Warum ist das denn hier unten verschoben? Ach, keine Ahnung, ich frag nicht. Zurück. So. Irgendwelche Symbole, die mir helfen können. Da hinten nur ein Schloss. Okay. Einfach schnell rüber hier. Ding, ouch, bekämpfen können. Wenn es mich lassen würde. Was es gefälligst zu tun hat. Ach, also wenn man einmal raus hat, wie die gehen, dann ist es ganz leicht. Okay. So, okay, was haben wir noch? Das Ventil haben wir noch. So weit sind wir sonst fertig. Wir müssen wahrscheinlich da lang. Okay. Also abkühlen. Bitte. Ah ja, das sieht doch besser aus. Komm. Das sieht doch viel besser aus so. Jetzt sehen wir auch die Erinnerung. Die war da oben im Lavapot drin. Ah, wunderbare Gegner. Die ganzen Schraubviecher, ne? Ihr könnt mich gerne mal sonst wo. Ah, warte, nochmal kurz. Scheiße, irgendwie läuft's gerade nicht so gut. Ich richte hier Phoenix an. Okay, jetzt ein Panzer verloren, jetzt kann ich angreifen. Wow, ich dachte nicht, besser jetzt mal links hier. Los, weg mit euch hier, ne?
verschwindet nur. Verdammt. So. Ach Gott, das war jetzt eng. Problem ist nur, ich habe nur noch ein Viertel Leben. Das ist gerade das Problem. Ich hole erstmal die Erinnerung, dann gucke ich mal, ob ich irgendwo sterben kann. Okay, hab sie. Denk dran, Alice. Verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Ja, Gott, ich wollte so, ne? Okay. Ich will mich gerade ein bisschen umgucken hier. Mit einem halben Herz ist das zwar ziemlich bescheiden, aber... Na, geht noch ein bisschen höher? Irgendwie nicht. Ist da unten vielleicht irgendwas zu sehen? Zumindest Vasen, da könnte ich mich heilen. Genau, das ist schon mal gut. Man kann auch ein paar Schraubellen killen noch. Die da oben irgendwo rumgammeln. An der Decke. Weil sonst nichts zu tun haben. Oh ja, auf dich habe ich gewartet. Ich finde es ja auch cool, dass die Viecher bluten. Anscheinend. Ich wusste gar nicht, dass sowas bluten kann. Na, ist ja auch egal. Nicht wahr? Über Logik sollte man sich in solchen Spielen sowieso nicht allzu viele Gedanken machen. Okay. Was haben wir da? Ja, triumphiert über Monster, alles klar. Du Schweineschnauze, hä? Denkst du, du versteckst dich einfach? Da hast du falsch gedacht, mein Junge. Wo ist die Flasche her? Jo. Noch irgendwas Schönes hier. Außer Vasen, wo Zähne drin sind. Sieht nicht so aus. Dann kann ich wieder hochgehen jetzt. Ja, das habe ich. Und dann langsam mal weitergehen. Wow, okay. Ich glaube, da oben ist nichts, da komme ich nicht hoch. Nee, da kommt man nicht hoch. Da dürfte nichts sein. Dann gehe ich aber mal nochmal weiter jetzt. Irgendwie durch den dunklen Gang mit Lava. Ja, Hysterie erhöht die Lebenschancen. Hätte ich das gerade eben nicht eingesetzt, dann wäre ich auch gut drauf gegangen. Zu pfeffern. Okay. Da drin aber nicht. Okay. Das ist nur eine umbedeutende Sackgasse, nur. Aber das ist keine umbedeutende Sackgasse, so wie es aussieht. Einen Schalter haben wir wieder. Ja, den sehe ich auch. Katze will was. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Okay, mal gucken. Also, erstmal anschließen. Damit hier was passiert. So, Luftstrom und dann nach oben, okay. Kein Problem. Rein, das ist schade. Jetzt dort. Ja, da ist ein Schatz hinter, das kann ich auch aufsprengen. Oh, jetzt wird es blau plötzlich. Zwei goldene Zähne. Sonst noch was hier? Irgendwas, wo ich durchgucken kann.
Ha, eine Schweineschnauze. Die man wohl nur von diesem Geheimgang aussieht. Ein Korb, yeah, gibt wieder ein paar Zähne. Und Lebensenergie, sehr schön. Es läuft doch irgendwie. Muss man sagen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es läuft. Und das hat schon mal... Das ist schon mal gut, wenn ich das Gefühl habe.